Letzter lebender Verbündeter. Das ist der, der was. Der Bette wird leider verfallen. Ich bin rausgequittet, Chat. Das ist mir zu blöd. Digga. Ah, das ist ein guter Platz. Mehr kriegen Sie nicht. Guck mal, das sollte passen. Digga! Da hat jemand das, der ist jetzt schon drin. Ist das krank. Käfig ausgeschickt, keine Ladung mehr. Alle Blöcke. Wo verstecken sich denn alle? Ein Gegner übrig. Kann ich machen. Look at my eyes, damn, yeah, you are. Oh, good teacher. Look at my eyes, old boy. Oh, die Masthörner. Bitte lass es drei sein, damit hier ein paar Leute rausfliegen. Ich könnte einfach länger leben als sie. Nee, Kugeln erledigen das schneller. Mickey 412 und damit ist sein Try nüchtig. Wuhu! Damit ist er nüchtig. Das kommt hier hin. Wenn ihr mit, wenn ihr wollt, kann ich ein bisschen mitsingen. Ja, ja. Ey, Justin, bitte! Ah, das ist ein guter Platz. Es ist 3 Uhr 3. So krank, ich weiß ja. Kamera ausgeschaltet. Nur du und ich. Ich hab den Spike. Ciao. Digga, die Lobby, ne? Es ist. Ich muss wieder den Shepard im Back-to-Back im CS. Ah, ich hab's immer im vierter Freund. Und es hat wieder den Shepard. Ich hab's gesehen, mein vierter. Mein vierter Freund. Digga, was wollen diese Masthörner? Digga. Wow, sind die aggressiv. Sind das aggressive. Es ist krank. Geistkram. Ich habe den Spike aufgenommen. Noch 30 Sekunden. Come on, please. Wieder. Es sind nur 5 rausgeflogen. Ich weiß genau, wo ihr seid. Dann komm und. Ich habe den Spike platziert. 16. Letzter lebender Verbündeter. Ich hab mein Part. Ist das Gäste? Digga, was ist eigentlich mit Mehrheit los, Digga? Ich brauche ein Update. Digga, Mehrheit ist komplett im Loch. Mehrheit ist komplett im Loch. Ich brauche ein Update von ihm, Alter. Look at my eyes, bitte, das ist ein bisschen mit dem Boden, bitte, 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 Justin, ich will, dass du dich gleich. Baby. Ein Gegner übrig. Baby Hater oder Justin? Ich will, dass ihr euch streitet um den Platz des Sohnes. Im nächsten Spiel geht ihr aufeinander.
Justin und Paul. Sie könnten jeden einfach Live-Konzert. Bleibt wachsam. Und das kommt dorthin. Nehmt alles. Ja, das sollte passen. Lade nach. Das kümmert sich um ihn. Ha, vorsichtig. Kümmert euch gegeneinander. Ach du Scheiße. Ich habe den Spawn. Wo verstecken sich denn alle? Sie verbinden sich. Ich muss kurz warten. Hier. Käfig ausgelöst. Ein Gegner übrig. Zum Verhören. Komm. Oh, das erinnert mich an dieses eine Mal, als ich. Vergesst es. Ah, das ist ein guter Platz. Und das kommt dorthin. Ja, das sollte passen. Nehme ihm die Sicht. Lenke ab. Bereite Portal vor. Erledigt. Digga, ich schwör Gänsehaut, ja. Ich schwör Gänsehaut, Bruder. Käfig ausgelöst. Käfig ausgelöst. Ein Gegner übrig. Richtig. Okay. Die sind nur Batterien und ich muss. Ich hab mich durchgesetzt gegen sie. Ihr mockt. Ihr mockt beide rausgeflogen gegen den Gotti. Ah, das ist ein guter Platz. Und damit. Vollgeist ab und sie sitzen zu Hause und können nichts machen. Sie regen sich gerade auf. Schreiben sich vielleicht eine Nachricht auf Discord. Hey, warum? Was hast du gemacht, ey? Ihr seid nicht würdig. Keine Ladung mehr. Ihr seid nicht würdig. Ihr seid nicht würdig. Ey, Lü, was hast du noch offen? Gut, jetzt fertig mit Vollgeist. Gegen zwei, gegen Justin und noch ein Streamsniper-Freund, die haben sich auf dem Rücken gegenseitig gepusht und sind dann gegen die Gotti rausgeflogen, weil sie es nicht würdig sind. Ich habe noch CSGO, mein Freund. Diese Fortnite-Vollgeist-Verarsche von dir. Ach so, die Map. Ja, die Map. Ah, okay. Ich hab das aber schon gesagt, schon mal gesagt. Ich sag, wir machen Rebirth, wer zuerst 100 Kills macht. Weil die anderen Sachen, wir werden das nicht schaffen. Und wenn wir schaffen, dann nur mit Hilfe von den anderen. So. Was meinst du mit Rebirth? Na, das ist dieser Modus, wo man immer wieder neu reinjoint. In Warzone? In Warzone, Rebirth. Und dann kannst du sowas machen mit wer zuerst 100 Kills hat, weil... Wenn wir die Wins, also wir schaffen keinen Win, und wenn wir einen Win schaffen, dann nur mit Söhnen, und dann schreiben auch wieder alle Lacher. Wenn wir keinen Win holen, sind wir Lacher. Wenn wir campen, sind wir Lacher. Und dann also geben wir diesen Stream-Sniper auch noch. Also in Warzone ist das Schlimmste, was es gibt. Das habe ich eigentlich direkt. Ich bin beeilt, da würde ich ja lieber LOL reinmachen. Aber das, da gibst du denen die Plattform. Da lässt du dich vor, zusammen mit der Mannschaft in den Arsch ficken. So. Das wird nichts. Ihr beide habt es nicht geschafft, letztes Mal einen Win zu holen.
Beide nicht. Lass einfach so machen, wir dürfen noch Rebirth spielen. Aber wir werden mir auch keinen Win holen, sag ich. Aber die Streams dabei werden halt, entweder du wirst halt unterstützt oder du wirst in den Arsch gefickt, so. Jetzt wird's Nebel, die sich. Käfig ausgelöst. Ein Gegner übrig. Ich mache jetzt hier nur einen Versuch, ne? Ich hab meinen Teppich so gefickt. Das Ding ist so over. Anstatt Warzone Radan rein und fertig. So. Ja, das sagt mal jemand. Boah, bei Mert werden doch krass Kinder verarscht, oder? Was macht denn Mert die ganze Zeit? Oder zwei Wins ist wirklich crazy. Ah, das ist ein guter Platz. Pepe, show us Wander, please. Digga. Gute Wander. Alter, das ist wirklich krank bei dem Mann. Okay, also insgesamt boah, so ein 100 Kills. Auch oh, schon krass. Ein Rebirth. Ja, ist krass. Das sollte passen. Aus dem Weg! So. Mertless Vorsprung, ja, ja, schon. Mertless. Also 100 Kills und Rebirth ist jetzt fix. Würde ich machen. Also ich hab keinen Bock auf Warzone Win. Weil das schaffen wir eh nicht. Käfig aus. Auf mit. Hauptsysteme wiederhergestellt. Granate! Keinen Gegner gesehen? Mehr als die ganze Zeit zwei Spiele gleichzeitig am Spielen, aber das ist Quatsch. Das ist Full Fantasie. Er sollte drei Spiele gleichzeitig spielen. Als wäre ich nie weg gewesen. Sein größter Fehler. Zeit für einen Sprung. Digga, endlich mal geile Mates hier, Mann. Ehrlich. Bist du ein Valo? Ja, ja. Und erste, die haben aufgegeben. Oh! Verteidiger gewinnen. Das soll jemand anders. Ich mache keinen Dreck weg. Krass. Komm, mein Team kann was. Warzone ist fertig installiert. Okay. Mein Team feuert ab, Jungs. Nötig auch. Dankeschön. Alter. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Digga, ist Days Before Rodeo auf Spotify? Niemals! Was denn? Oder was sagst du zu einem Rebirth Win, Eli? Ja, genau das gleiche in Grün. Nee, ich meine, Rebirth ist schon. Warzone ist ein Bastardspiel und dabei bleibe ich. Es ist das größte Nuttenspiel. Eigentlich macht man mit einer Challenge fest man eigentlich nicht an. Aber es ist verwirrt. Rebirth ist, finde ich, viel leichter als Normal. Ja, aber dann geht diese, auch viel diese, schneller. Du hast viel mehr Tries. Diese Nuttensöhne müssen dann ein. Können einen trotzdem, also so bei Kills, da können die, da gibst du denen nicht so die Genugtuung. Bis jetzt haben die gar keine Genugtuung bei mir. Die haben gar keine Genugtuung.
Die haben keine Genugtuung. So, wer kriegt hier einen Headshot? Der kriegt einen Headshot. Ich war drauf. Okay. Man hat gesehen, dass ich drauf war. Ich finde Rebirth Win spannender als Kills ich auch. Also ich finde Win generell in Warzone spannender. Also ja, weil wisst was mache, Bruder, weißt du, was das Problem ist? Dass bei Eli dann Streamsniper sein werden. Guck mal, bei Eli werden, ist es so einfach in diesem Stream zu in diesem Spiel zu streamsnipen, dass er dann die ganze Zeit durchgekillt wird in diesem Spiel. Denn wir können ja auch was anderes nehmen. Wir müssen ja nicht Warzone nehmen. Food Draft. Nein, Bruder. Ich bin auf PC, Digga. Wer hat denn hier noch was? Micky und ich haben beide viele. Was fehlt denn dir noch, Micky? Ihm fehlt Party Animals, oder? Boah. Team ist so gut. Jetzt ist das Food Draft sehr gut, oder was? Radan. Könnt ihr mich hören? Oh, hallo, das Lad. Pferd kehrt zurück. Hallo, Lad. Was geht ab, Lad? Hast du schon mal daran gedacht, Lad, eventuell nur in ein Spiel reinzugehen und sich darauf zu küssen? Sound, ja, warte gleich. Und mit? Painting? Hab ihn nicht gesehen. Wo war er? Und mit. Spike platziert. Lebender Verbündeter. So krank, Digga.
Für dich, kleine Schwester. Glaub schon, oder? Sorry, 100 Euro. Verbündeten nicht töten. Nehme ihn die Spike in B. Nehme ihn die Sicht. I'll smoke it off, someone just take it. Ein Gegner übrig. Was long? Letzter lebender Verbündeter. Glaub das nicht, Digga. Hört auf den Wind. Er wird euch verraten, wo ihre Jet ist. Noch was Riskantes? Das Ziel nicht aus den Augen verlieren. B. Sie werden sich freuen. Enough on my body, take it before the omen does. Come quick. Stage 1. 121C. Ey, Bruder, bitte, ja! Jedes Mal, Digga, ey, ist da irgendwo eine unsichtbare Wand oder so? Guckt euch wieder meine Mates an, Digga, ich kann das nicht mehr. Guckt euch das an. Ist das crazy? I think there's still Omen lurking. Shut up. Spike platziert. I want to be ninja. I want to be ninja. Wird Zeit, dass sie sich beugen. Was seht ihr? Brauche Beute. Aufgehen bei mir. Direkt hier. Brauche Beute. Lauf. Or chamber, can you buy? Aus dem Weg. Stehle diese Kopf runter.
fuck. Pause. B. Lade nach. It's safe. Wow. Ich scanne voraus. Genau hier. Gegner in der Nähe. Augen auf. Master Baitor. Brauche Beute. Hauf mir doch mal, Digga. Brauche Beute. Danke. Haha, fuck you. Yeah, to be fair, you can't. Danke sehr. Nehme ihn diese. Lauft! Unter Top, Jana. He TP'd onto the motherfucking yellow crate. Gegner B gesichtet. Stehle diese. Shockfire. Phoenix Lock. Spike platziert. Schicke Drohne los. Kuppel verbunden. Ich scanne voraus. Schluss jetzt. Letzter lebender Verbündeter. Ein Gegner übrig. Drei aus dem Rennen. Nutze Raum. Komm schon, Sova. Ja, Digga, das ist schon auch so krass. Weil er erstmal 10 Jahre braucht, um sein scheiß Messer zu ziehen, Digga. Es ist so heavy. Ach, Digga, ja. Es ist so crazy, dieses Spiel, Mann. Ich hab wieder ein Trollteam. Von Tod. Alter. Sie werden sich beugen. Wait, hold on a fucking minute. Yeah. Hey. How did you get the gun, buddy? I'm working for Riot. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Spike platziert. Mehrere Gegner in der Mitte. Letzter lebender Verbündeter. Ich werde das Letzte sein, was Sie sehen. Diese Glückspilze.
ihm die Sicht. One away. Letzter lebender Verbündeter. Guck dir diesen Dings, guck diesen Chamber unten an. Ach Bruder, ich schwöre, jeder Chamber-Spieler ist so schlecht. Wind, zeig mir, wo ich hin soll. Hat jemand Geld? Nehme ihm die Sicht. Spike platziert. Chamber ist wirklich so ein Arsch-Champ. Also Jungs, machen wir jetzt 100 Kills und Rebirth? Ja, können wir machen. Jetzt wird's neblig. Wir können 100 Kills machen, wir können Rebirth Win machen. Mir ist egal. Hey, ich komme hier sowieso nicht aus CS gerade. Das war's für dich. Nein. So sehr mir diese Welt wehgetan hat, sie gehört mir. Und ich werde töten, um sie zu verteidigen. Hier erst kurz raus und wieder rein. Hat der jetzt auch angemacht oder was? Es gibt nur Rebirth, Squads oder Duos. Echt? Ich sag immer noch Minecraft Hardcore. Gut, Jet. Zeit zu fliegen. Safe. Ich scanne voraus. Hab sie gefunden. Gegner im Angreifer spawn. Reaching B woman off. Digga, das ist so geistkrank. Ich trolle in meiner Runde. Ich trolle. Die geben nicht auf. Ich trolle. Ich bin Top-Fragger. Die geben trotzdem nicht auf. Obwohl ich... Digga. Die sind so schlecht. Page One-Shot. Rainer. Uninstall. Mann, was ich hier getrashed. Die sind so schlecht. So schlecht. Oh mein Gott. Ich hab Gänsehaut am ganzen Tag. Obwohl ich trolle, bin ich Top-Fragger, weil sie so schlecht sind. Und sie geben nicht auf, weil sie denken, sie haben was in ihrem Leben erreicht, diese Hurenkinder. Guck mal bitte. Er holt noch eine Runde, ja. Und jetzt, ach, das ist lächerlich und lächerlich und lächerlich. Ich schwöre, Digga, wie kann man so schlecht sein? Was ist das für ein Ranking, die Kinder? Wie können diese Nuckenkinder im selben Rang sein wie ich, diese Hurensöhne? Mann, ich trolle, ich bin Topfragger, ihr Hurenkinder, was sucht ihr in meinem Rang, ja? Ihr geboosteten Bastardkinder, ihr Hurenkinder-Bastarde. Was habt ihr denn hier verloren, ihr Bastarde? Walla, ja? Letzte Runde in dieser Hälfte. Guck mal, wie die einfach, nein, es steht 10-1, die stimmen nein ab. Weil das Hurensöhne sind. Weil deren Söhne Huren, Digga. Ich schwöre bei Gott, bei ey, ich kann das nicht mehr. Wallah, ja. Aber das check ich nicht, Chat. Das ist so eine Sache. Check ich nicht. Keine Ahnung, geht nicht mehr in den Kopf rein. Er zittert.
Lauft! Oh. Nehme ihm die Sicht! Nehme ihm die Sicht! Aus dem Weg! Hasse, hasse! Aber Hass, ja. Ich habe Hass, Hass in mir, Hass. Die Hurensohn, er schleicht noch. Er steht 2-10. Er ist, er schleicht. Er schleicht, er hat 4 Kills, er schleicht. Ich bin so schlecht. Oder ich schwöre, dass sie das noch ernst nehmen, ne, Wallah. Guck mal, die drücken nein, Hurenkinder. 2-11 geht es natürlich nein, Wallah. Fucking cum scraping cock. Letzter lebender Verbündeter. Schreit er so in mein Ohr, Digga. 3:30, Junge, straff dich. So, warum gehe ich eigentlich Valorant rein? Valorant dauert am längsten. Für mich hier Trash Talk, Digga. Ey. Jungs, Rebirth geht da nur im Duo. Was haltet ihr denn davon, wenn wir normal Warzone da 100 Kills oder win? Fertig. 100 Kills? Ja, 100 Kills so. Wie willst du 100 Kills in Warzone holen? In unterschiedlichen Runden. Digga, was laberst du da, Alter? Ja, wie, was? Was ist das denn, Digga? 100 Kills in 100, was ist ja, das hat doch denn? Hat doch Rey auch vorgeschlagen. Ja, du bist jetzt Kinderverarscht, Alter. Ja, okay, oder? Dass ich sie nicht hinkriege, ne, einen Valo Back-to-Back zu holen, ist so crazy. Ich bin jede Runde Top-Fragger. Es ist so krass. Oh. Ich muss einfach mal schlecht spielen. Ich schwöre, Chat, ich muss einfach mal meinen Account irgendwie so hinkriegen, dass ich auf deren Rang bin, aber dass ich jedes Mal auch Bottom-Fragger bin. Weil das ergibt hier so keinen Sinn, weil ich spiele jedes Mal und werde als Höchster eingerankt. Und kriege Hurensohn-Mates. Ach, der ja, und wieder eine Runde umsonst. Einer AFK, der eine cheatet, 31 Kills. Digga, ich habe hier gerade ein Face-Gameplay gehabt. Boah. Ich werde so geknallt in CS, ne? Warzone nebenbei. Oder die spannen doch so an. Ich hasse diese Hurenkinder so, ne? Ich verliere doch jetzt, du Schwanz! Guck mal, wie er anspannt, dieser Bastard, ich schwöre. You will lose. You will lose. Lasst euch von meinem Lächeln nicht in die Irre führen. Ich nehme das hier sehr ernst. 2-12. 2-12, Digga. Ja. Guckt sie euch an. C7. Und Rohat. Ja, Rohat. Sehr gut, Rohat. Eli? Ja. Es gibt, glaube ich, in Rebirth nicht den Solo-Modus. Muss der Chat einmal kurz gucken. Boah, Face Monkey. Hast du eigentlich schon deinen Rang in CS? Ich? Ja. Ein Gegner ja, übrig. Ich hab Gold 3. Gegner bei B gesichtet. So? Ich glaube, ich hab noch gar keinen Rang. Mir hat Abimuda der 8-15 Phoenix. So, ich bin im Back-to-Back-Trial. Stark. Das wäre wirklich krass. Dann hätte ich hier die beste Ausgangslage auf jeden Fall, wenn ich das jetzt hole. So. Und was bist du im Back-to-Back für ein CSGO? Rebirth nur Duo und Team. Okay, Eli, was sagst du zu normal Warzone, 100 Kills oder Win? Das ist absehbar. Oder 100 Kills. In normalen Dings ja. Ja. Hoch mit dir.
Digga! Digga, M-Bot ist wieder an. M-Bot ist wieder an, Chat. Also manchmal habe ich hier Momente, ne? Keyside. Hält mich hier, Bastarde. Alle tief durchatmen. Eure Herzen schlagen wie wild. Oh, ja. Nee. Hat jemand Liebe. Geld? Merci. So. Ganz wichtige Runde. Ich weiß aber nicht, was man so am Anfang kauft. 5-7. Beende es. Das ist 4 gegen 4, Chat? Wo hat 4-11 Gegner? Oh, ganz wichtig. Ich hoffe, das scheppert's. Igel wieder. Er war so am Cheaten, ne? Letzter lebender Verbündeter. Was ist hier los? Was passiert hier? Matchpunkt. Ich bin Level 12. Ich habe 140er an meinem Team. Level 140. Alter Mann. Reicht so einer, der richtig krass ist, um ein komplettes Team auseinanderzunehmen? Ja, ne? Das ist Ping. Oh, shit. Du meinst in CSGO? Mhm. Ja, klar. Wo ist denn das Level? Der 140er Ping da. Das Spiel wird von der nächsten Rundenstart für eine technische Auszeit pausiert. Warum denn nochmal? Das fuckt ab, das verfickte Auszeiten jedes Mal. Wir gehen auch noch 2 Minuten, ja. Mädchen, Alter. Wie läuft's bei dir, Gerd? Du warst fertig. Ja, oder? Du hast Vollgeist 0 Siege, ne? Ich bin fertig mit Vollgeist, Bruder. Ey, wann hast du das gemacht? Vorhin. Wie vorhin? Vorhin? Meinst du nicht, du machst das nicht, weil du gerade Streamsnapper hast? Mhm. War aber ein paar Stunden her. Ich glaube, du hast Zeitgefühl vergessen, mein Freund. Ey, wann bist du reingegangen? Ja, ich brauch mal bitte einen Battle.net. Vor 30 Minuten bin ich 3 Runden reingegangen, hab 2 Runs geholt. Aber wir müssen noch 3 holen. Ich hatte da vorher schon einen. War das denn bei dir? Ja, ich habe gegen 2 Streamsniper gewonnen am Ende. Das ist das Ding, Digga. Ihr könnt gegen Streamsniper gewinnen. Wenn bei mir Streamsniper drin ist, bei mir Game Over, Alter. Habt ihr alle Fortnite schon gemacht? Ja. Vollgeist Map auch? Ja. Hast du schon Reapers gemacht? Vollgeist Map gemacht? Ich war da nicht lange drin. 2 Runden war ich da drin. Ich meine Fall Guys Map. Fall Guys in Fortnite. Achso, nee, das habe ich nicht. Mir fehlt noch das und CSGO. Und wenn die Warzone machen wollen, auch noch Warzone. Schick mal bitte E-Mail, Bro. Leonski. Schick mal deinen Code. Digga, ich habe so Zeit verschwendet, ne, mit diesen 2 Spiele gleichzeitig. Wie lange ging das, Alter? Ich schwöre, ich hab's voll vergessen. Das ging locker 5 Stunden, Bruder. Dadurch, dass ich die ganze Zeit so 2 Automaten gespinnt habe, habe ich komplett meinen Zeitrhythmus verloren, Digga. Ich krieg keine Luft, Mann.
Leon, ich brauch den Code. Ich hab Counter-Strike First Strike geschafft, das fickt mein Leben, Digga. Leon, ich brauch den Code! Nächster! Ey, Digga, Walla, ne? Ich schwöre dir. Walla, Pila. Walla, Warzone Rebirth 100 Kills, Söhne killen zählt nicht. Bruder, bitte, was erfindet ihr die ganze Zeit hier für einen Scheiße, Alter? Rebirth 100 Kills mache ich in einer Runde am Monarim. Also, Daddy Map, danach. Chat, wie mach ich diese Dings? Ihr müsst mir jetzt geben, wo ich Zeit rausholen kann. Für den Spice. Ja, mach, normale Warzone sind Win, Digga. Es zählt sowieso nur der am meisten Punkte hat. Das wird eh keiner schaffen. Digga, ich bin im Back-to-Back-Trial CSGO und wir sind zu viert. Chat, wie mach ich diese Dings weg hier, Chat? Ach, einfach normal. Nee, das wird mich brechen, Chat. Chat, wie mach ich hier Dings weg? Wie mach ich diese Installation weg? Deinstallieren? Dich direkt, ja? No, wir sind zu 5, ciao. What the fuck is going on right here, Alter? Also 100 Kills jetzt. Ja, mach fertig. Wir müssen mal hier langsam hinbekommen. Also eigentlich, ich wär gar nicht für Warzone. Ich sag auch, Digga. Warzone raus, was anderes. Das ist doch alles gleich geblieben. Weil wir werden nur uns das Reapers Map für Danny Map. Nur das Reapers Map für Danny Map. Fertig. Du darfst gar nicht so eine Diskussion aufkommen lassen. Was passiert denn hier schon wieder eigentlich? Der Reaper's Map ist aber viel leichter als die Danny Map. Wir brauchen noch einen kleinen Ausgleich. Bruder, warum kriegen es Spieleentwickler nicht hin, dass wenn man zum ersten Mal ein Spiel startet, dass nicht dein Kopf explodiert, hä? Alter, diese Bastarde. Der Ausgleich ist ein bisschen wichtig wegen Danny Folgers, weil die sehr schwer ist. Wir können auch was reinnehmen, was wir alle können. Also ich bin für alles offen. Aber ich weiß halt, dass wenn wir an Warzone sitzen, Warzone wird uns richtig ficken wegen den Stream-Snipern, weil es so einfach ist. Lass ich mal kochen. Was ist denn mit einem Phasmo Back-to-Back? Ach, Digga. Alice. Wer Tagger, ja. Ich spann noch ein Ründchen. Boah, wisst ihr, was jetzt richtig geil wäre, Chat? Ich brech den Call jetzt. Ich komm rein, Chat. Ich komm rein. Geil wäre jetzt, Chat, ich sag's euch. Geil wäre jetzt richtig, wenn ich das Spiel neu starten muss, obwohl ich es gerade gestartet habe. Ey, und was ich jetzt auch machen muss. Let's go! Jungs, was sagt ihr zu einem Phasmo Back-to-Back? Oder Fick Phasmo, hab ich noch nie richtig gespielt. Was ist Phasmo? Ist der ein guter Player hier? Ich bin jetzt schon eine Warzone drin, ich hab's installiert. Das ist ein einfach ein Warzone win und fertig ist. Ey, 5-0. Ja, Achimelo, wenn du einen Bann bekommen möchtest, dann sag es einfach. Dann sag es. Okay? Um 3.51 Uhr. Dann sag es doch einfach nur. Das ist nicht schwer. Du musst es nur sagen. Ich glaube, das wird wieder nichts. Ach, ne? Lumpi, komm mal her hier. Bastarde. So, meine lieben Freunde, jetzt spielen wir Rebirth oder nicht? Ey, ich sag normaler Warzone.
Fährt Walter. Ja. Weil das knallt auch richtig. Dann haben wir wirklich. Ja, Digga, das knallt mich richtig. Ja, uns auch. Ich hätte 26 Stunden. Oder er hat 30 Stunden kein Warzone-Win. Oder die 100 ja, eh nicht, Eli. Ja, wir auch nicht. Egal. Eins gegen 4. Ach, Digga, CSGO ist so ein Wirt. Also, ich wäre für Normal Win. Dann komm. Och, dieses Fake. Oh, das bricht mich gerade. Es steht 0-4 im Back-to-Back-Try in CS. Danach ist Jello aber wahrscheinlich auch auf. Sagt mir Jello! Doch. Wie, warte, was? Ja, hab ich vorhin schon gesagt. Jello. Jello out? Macht ihr erstmal eure Wins. Wenn Warzone ist, dann ist es eh zum Scheitern verurteilt, Männer. Aber macht, es war gut, es war, nee, es war super. Wir werden uns über die ganze Nacht in den Arsch ficken. Ja. Definitiv. Aber ich werde da, ja, das Ding ist, ich hätte auch einfach Bock nochmal 12 Stunden für den Warzone zu gehen, so, weißt du? Ich meine, hat ja letztes Mal nicht gereicht, das Geknalle. Immer in den Top 10. Oh mein Gott. In meinen Arsch. Was macht Matt eigentlich? Er ist 24/7 mute. Hey, come on. Die Teams. Wer macht Watch Party? Also Mert spielt. Also Mert macht wirklich. Warte mal, Mert hat bis jetzt CSGO back to back und Rocket League back to back und er hat gesagt, dieser CSGO back to back wird dafür sorgen, dass ich die noch einholen kann. Also das ist crazy. Das ist ehrlich crazy. Oder, also, ich habe eine Frage an dich, Leon, an denjenigen, der mir diesen Account gegeben hat. Ich sage zu dir, bitte keinen Account, der komplett übertrieben ist. Du gibst mir einen Account mit 8 Milliarden AKD und der Level 1050 ist. Schön, schön, schön. Na, ist hier schlecht, oder, Rort? Ist doch sehr gut. Eine Auszeit. Ich nehme hier keine Auszeit. 1050 ist Max. Digga, was ist das für... Ich schwöre, das ist... Digga, Jetty versteht das nicht, was ich hier für Waffen habe. Guck mal, mein Skin. Ja, ihr werdet es gleich sehen, das ist crazy. Ich bin einfach ein Selfie Hase. Ey! Mr. Gilly, danke dir für deinen Raid. Kuss, ja, genau. Danke dir. Danke für deinen Raid. Ich hoffe, du hast einen coolen Stream. Keine Chance. Snipe. 0-6. Geisteskrank. Niemand ist auf B. Sind durch. Könnte es der Back-to-Back-Try werden? Ich habe auch vor Hunger. Du hast Hunger? Oh, der Gotti. Hättest du gerne ein paar Mozzis zum Reindippen, hä? Oh, Mozzarella Sticks würde ich jetzt abfeuern. Ja, wenn wir die Runde gewinnen, dann wieder Back-to-Back. Jetzt ist hier gar nichts dran. Cooler Mert-Exi. Der spielt mit USP, der Hurensohn, obwohl er eine M4 hat.
Das Primärziel ist es, alle Ziele auszuschalten. Ey, es steht 0 zu 7. Back to back to back. Digga, ich treffe. Es ist so krass, ja. 16-3 spiele ich hier. 16-3. Wir kommen ins Einsatzgebiet. Loslassen, naja. Wie oft hatten wir den Try denn in CSGO? Fühlt sich irgendwie länger an. Als nur zweimal. Wer ist der Sponsor von der Win Challenge? Epic. Epic Games. Die Daten enthalten die Position der nächsten Gasausbreitung. Schafft sie zur Ablenkstation, damit wir sie entschlüsseln können. Schnell! Du verlierst deinen Boden. Bewegung! Bruder, bitte, ja? Das kann nicht deine. Und direkt gestreamt sein, ne? Fett? Du hast doch kein Diffuse-Kit. Die gegen 1, besser wird's nicht. Das ist schon rein. Nein, was machst du denn? Och mein Gott, Digga, du. Oh mein Gott. Meine Mates! Ihr Fotzen! Alles gut. Ein verdienter Wiedereinstieg, Soldat. Halt dich bereit. Wo ist denn der letzte? Ja, normaler Warzone, ja. Sie meint. Na, danke schön, Retten. Vielen Dank. Bisschen mehr Glück und hätten wir CS hier, glaube ich, auch fertig. Bitte killt ihn. Das sind Daten über die nächste Gasausbreitung. Bringt sie zur Abwehr. Digga, wo treibt der sich immer rum? Wieso ist das. Ach, ich verstehe das nicht. Er ist einfach auf einem anderen Kontinent. Er ist völlig abseits. Was bin ich sehend? Das ist der Totti. Was sind Totti mal kochen? Boah, ich bin lange nicht mehr Rage gequittet aus Valorant. Ich bin gespannt, wie lange ich Strafe kriege. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Wo ist geplant? Verbindung aufgebaut. Sichert den Bereich, solange der Upload läuft. Das Gas kommt näher. Sicherheitszone wird verlegt. So, Alter.